Am Sonntag ist es endlich soweit. Der ETB empfängt Rot-Weiß Essen zum Stadtderby. Vor dem NRW-Liga-Kracher denken die Schwarz-Weißen natürlich gern an den Pokaltriumph an der Hafenstraße zurück. Das gilt zumindest für Stürmer Sebastian Westerhoff. Die Freude ist natürlich riesengroß. Also man freut sich schon halt, weil man weiß, es kommen viele Zuschauer und es ist ein Derby. Gerade ja, wenn man an das letzte Derby denkt, was wir hatten, ist die Vorfreude natürlich riesig. Das Spiel ist für uns vergessen, es war ein tolles Erlebnis. Letztendlich ist es aber am Sonntag ein Derby. Ein Derby ist halt ein Spiel, ja, wo, denke ich, alles möglich ist. Ob jetzt Rot-Weiß Tabellenführer ist oder ob Rot-Weiß eine Klasse höher oder Schwarz-Weiß eine Klasse höher spielt, das darf keine Rolle spielen im Derby. Im Derby ist halt dieser Sonntag, ja, und da wird dann eine Mannschaft versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen ist für mich jetzt nicht interessant, was mal war. Ich denke, Sonntag wird ein ganz anderes Spiel als das Pokalfinale. Die Vorzeichen sind ein bisschen anders. Wir sind, denke ich mal, jetzt eher auf Augenhöhe. Ich erwarte hier eigentlich ein hart umkämpftes Spiel und mit dem hoffentlich guten oder besseren Ausgang für uns. Mhm. Musste man die Spieler noch extra heiß machen oder wissen die alle, worum es geht und freuen sich schon? Nein, die Spieler wissen das natürlich. Die freuen sich natürlich darüber, dass das Stadion auch mal richtig gefüllt ist hier bei uns. Und da ist eigentlich die Vorfreude einfach viel, viel größer. Sie sprechen es selbst an, das Stadion wird voll sein. Könnte das eventuell für ein paar junge Spieler eher ein Hemmnis werden, weil es vielleicht ungewohnt ist oder trotzdem zusätzliche Motivation? Nein, also wir haben ja, wie Sie gesagt haben, vor 4 Monaten an der Hafenstraße sogar gespielt, vor über 10.000 Zuschauern. Ja. Da waren, glaube ich, 9.500 gegen uns. Ja. Die Mannschaft ist letztendlich fast zusammengeblieben. Also das wird am Sonntag kein ausschlaggebender Punkt sein, dass wir unsere Leistung überprüfen. Wir gehen davon aus, dass mehr RWE-Fans als ETB-Fans hier sein werden. Das war im Mai im Pokalfinale nicht anders. Und das ist für uns als Fußball natürlich toll, wenn viele Leute kommen, und wird uns natürlich schon zu einer Leistungssteigerung verhelfen. Ich denke, es wird richtig voll werden. Ja, viele Zuschauer werden kommen. Man spürt schon seit einigen Tagen, dass in der ganzen Stadt halt da eine positive Stimmung auch ist. Und von daher freuen wir uns eigentlich auf dieses Spiel. Und möchten natürlich, wie ich gerade auch schon gesagt habe, natürlich die 3 Punkte auch haben. Und das ist für uns erstmal das Entscheidende. Ob es letztendlich dann zum Sieg reicht, das wird man sehen. Ja. Aber jetzt einen Tipp oder so, den werde ich letztendlich nicht geben können. Ja, weil ich auch gesagt habe, im Derby ist immer alles möglich. Ja. Helmich Schützlinge sind da allerdings nicht ganz so zurückhaltend wie ihr Coach. Das bessere Ende werden wir haben und wir werden alles dafür tun. Heiß sein auf das Spiel und werden zusehen, dass die 3 Punkte hier bei uns am hohen Kuh bleiben. Ich denke, dass wir 2-0 gewinnen werden. Weil ich schon denke, auch wenn der Start in die Saison nicht ganz so gut war bei uns, denke ich schon, dass wir die bessere Mannschaft haben und uns dann am Ende auch durchsetzen werden. Reviersport, die Sportzeitung.